Dann auf die Plätze. Fertig. Los. Los, Spaddi. Gib Gas, Alter. Bam, da längs, Alter. Boah, Spaddi, wir haben es geschafft. Jöööö, Spaddi Maus. Und der brennt, ey. Sehr schön gemacht, Spaddi. Oh, das ist eine Kunde weggekommen. Nicht schlecht. Sehr Spaddi, geil. Wir führen fast. Sehr geil. Da brennt ein Fahrzeug hinter uns. Du musst nicht zu du hast nicht zu befürchten. Der hat einen Motorschaden. Alter, da drückt der Öl raus, Alter. Da drückt Öl raus, Alter. Ist das geil. Da geht gar nichts mehr bei denen hinter uns, ey. Der explodiert gleich. Der ist gleich tot. Wotan direkt dahinter. Ja, wir brennen aber. Nostos, oh, Buzero. Buzero holt richtig auf gerade. Nostos auch noch mit dabei. Oh. Vordere Feld wird immer sehr, sehr eng. Wobei Spaddi und Fexi können sich einen ganz kleinen Vorsprung erarbeiten. Der beträgt aber auch nur 20, 30, vielleicht 50 Meter. 130, um genau zu sein. 130 Meter, grob geschätzt. Ja, immer weit an der Seite daneben überholen. Nicht gleich direkt davor fahren, wegen den Desings. Genau. Schaut, dass ihr nicht direkt vor die Fahrzeuge fahrt. Haltet ein bisschen Abstand, genau. Das habe ich auch schon gemerkt. Gute Idee. Im brennenden Fahrzeug zweiter, kann das sein? Hallo. Ach so, gerne, ja. Max. Sehr, sehr gerne. Jetzt weiß ich, wer du bist. Klar, immer wieder, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Wenn du da bist und dann rufst ich dich auf jeden Fall auch wieder. Gerne dafür. Ja, Kongo macht das wahnsinnig gut. Kongo macht das auch immer bei uns im Stream. Der sorgt immer dafür, dass wir richtig geile Bilder haben. Na, das ist schön. Quasi perfektioniert. Was ist denn jetzt eigentlich die Regel mit rechts und links abbiegen? Klumpi gibt euch vor, wie die Strecke ist. Halt. Das ist natürlich auch cool, wenn man so ein kleines Raumschiff hat, was vorwegfliegt und so ein bisschen immer so ein Bescheid gibt, wo wir gerade so ungefähr. Das ist schwierig, ne, für die. Wenn das sich das Feld auseinanderzieht, ist es schwierig. Mein Angriff ist verpufft. Genau, es ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir jetzt ganz klare Regel fürs eigentliche Rennen gemacht, dass dann also die Fahrer die Strecke tatsächlich kennen müssen, damit wir die Strecke nicht absperren müssen. Wir fahren in unserer eigenen Klasse gerade, Spaddi. Du hast alle abgehängt. Wir fahren in unserer eigenen Klasse gerade, unserer eigenen Liga. Bam, Alter. Schumacher ist nichts dagegen. Lass jucken. Sorry. Kein Thema. So, vor euch kommt gleich eine Kreuzung. Klumpi, links rum, oder? Meistens Mittwochs und Freitag. Mittwoch streame ich tatsächlich auch immer und Freitag auch. Wenn es wieder passt, hau ich dir natürlich wieder auf jeden Fall einen Host rüber. So wie es passt, natürlich. Gerne. Also jetzt steht die Sonne super, da sieht man die Strecke perfekt. Aber Alter, das mit der 600i im Hintergrund. Jungs, ist das geil. Ey, das ist vom Feeling her schon geil, dass die 600i mitfliegt. Ist schon cool. Wir brennen doch schon. Lösch doch mal das Ding. Wotan, bitte einmal aussteigen und löschen. Hau doch mal Wasser da rein. Da kommen, also ich da kommen gegeben, Spatula und Fexi. Wotan immer noch dahinter. Zitano auf Platz 3. Nostos Platz 4. Buzero Platz 5. Abgeschlagen. Aber ich komme wieder. Wotan fährt nicht. Kommst wieder. Die Strecke ist echt cool. Also gerade mit diesen Berghängen und so. Da habt ihr euch echt was richtig Geiles ausgedacht, Jungs. Meine Herren. Jetzt ist Regis zweiter. Nein! Dritter. Da krieg ich einen Checkpoint. Nein, Abusero geht voll mit, Alter. Das ist das geil, Fussi! Buddy und Fexi nähern sich dem Checkpoint. Sie nähern sich. Es ist nicht mehr weit. Dahinter immer noch Wotan. Oh, Platz 3 wird ein ganz enges Rennen zwischen Nostos, Zitano und Wotan. Es ist Rick. Nein! So, und jetzt nur noch geradeaus quasi. Nur noch geradeaus. Los, Busi! Die versuchen aufzuholen, die hauen gerade alle Schwasters raus, was sie haben, alle Boosters. Die hauen Nitro rein. Ah, die Nitronen, Alter, die fiesen Fall. Die Nitronen. Ich hab flüssigen Saft drin, pass auf. Das ist ja gut. Die Flasche war noch im Handschuh. Das sind geile Aufnahmen, Jungs, von der Luft aus, ey. Unglaublich. Aber auch vom Boden aus habe ich geile Aufnahmen gemacht. Okay, ihr seid Checkpoint, da. Ja, ich kann sie gucken, wie erste. Spaddi! Verdammt! Sehr geil! Spaddi, alles richtig gemacht. Titano Platz 5. Oh, der brennt, ich fahr mal noch ein Stück weiter. Ja, fahr mal lieber weg. Ist in Abstand. Ja, halt mal lieber Abstand, ich jetzt uns noch in den Tod reiß. So, dann, aber Ladies and Gentlemen. Geile Sache ist das. Herzlich willkommen an Checkpoint 3. Das heißt, wir haben jetzt noch